Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Habibi Box von Nura. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Habibi von Nura, das Ganze heute am 29. März erschienen. Wir haben hier eine rosafarbene Box und was ich gleich mal sagen muss, mir ist diese Box auf den Abbildungen, die im Internet ersichtlich waren, deutlich kleiner vorgekommen. Also ich bin jetzt in diesem Fall positiv überrascht, da die Box doch eine ganz ordentliche Größe hat. Gut, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Am besten hier bei der Schweißnaht entsprechend einschneiden. So, wir haben hier oben einmal den Schriftzug Nura mit Herz. Dann haben wir die junge Dame hier in der, ja, mehr oder weniger Hocke am Boden sitzend mit lila, pinken Haaren. In dem Fall meines Wissens eine Perücke. Und darunter lesen wir Habibi. Unten ist das Ganze in diesem rosa Ton gehalten, rechts ebenso, oben und links auch. Und auf der Unterseite haben wir dann nochmal Interpret, Albumtitel, Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze lässt sich hier so öffnen. Also der Deckel ist nicht klappbar, sondern geht hier komplett ab. Von innen ist er glatt weiß. Dann haben wir hier einmal einen Sticker, die Remix EP, das Album an sich, eine Fischerhütze, eine Fischermütze, so einen Bucket hat und ein Strandtuch, ein Badetuch sowie ein Poster. Jawohl. So, auch von unten das Ganze glatt weiß. Ich habe zu dem Boxinhalt ehrlich gesagt keine Infos vorab gehabt. Ich wusste echt nur von Album und Remix EP. Alles andere habe ich im Vorfeld nicht erfahren. Weiß jetzt gar nicht, ob das auch irgendwo angekündigt wurde, aber ich habe echt nur diese zwei Inhalte vorab gekannt. Ist auch relativ unüblich, gerade in der heutigen Zeit, dass die Inhalte so lange geheim gehalten werden. Nachdem das Album in Folie ist, werden wir auch dieses noch aufschneiden. Alle anderen Inhalte sind hier ohne Folie. So, und wie immer starten wir mit dem Album an sich. Sieht so aus wie auch schon das Boxcover, also auch hier wieder Nura in der Hocke. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier auf der Seite lesen wir auch nochmal Nura Habibi und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben, wenn ich mich nicht verzählt habe, 18 Tracks und da haben wir Features von Trettmann, Sam, Bowser, 84 und Remo. Auf der linken Seite dann auch wieder Credits und Barcode. Rechts nochmal die Infos zum Album und dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. So, wir haben hier einmal die Tracklist, dann hier wieder Nura mit diesen pinken Haaren oder Magenta eventuell und jawohl, das gefällt mir richtig gut. Das Booklet fällt ziemlich dick aus und ich habe es gehofft, aber jetzt hat sich's bestätigt, wir haben hier die Lyrics abgedruckt. Also wir haben hier wirklich pro Track eine Seite und dann hat man hier Wort für Wort die Lyrics abgedruckt, sehr schön. Weitere Fotos von Nura in verschiedenen Outfits hier am Posen, weitere Texte, sehr schön, also das gefällt mir richtig gut vom Design her und auch eben die Lyrics, dass man hier mitlesen kann oder nachlesen, falls man was nicht verstehen sollte. So sieht das aus, jede Menge Fotos und die wildesten Frisuren
und die unterschiedlichsten Haarfarben. Also, die Frau ist echt eine Frau mit 1000 Gesichtern. Jede Menge Text. Und dann kommen wir zum letzten Track und zu einer umfangreichen Danksagung. Also, ihr spart euch jetzt im Detail, aber ihr könnt natürlich an dieser Stelle das Video kurz anhalten und euch die in kompletter Länge durchlesen. So, genug zum Booklet. Dann kommen wir als nächstes zum Album bzw. zu der CD. Die letzten Jahre ja sehr erfolgreich gewesen, gemeinsam mit Juju als Sixten. Jetzt haben die beiden sich getrennt und diese Scheibe hier, also Habibi, das Album, die erste Solo-Veröffentlichung seit der Trennung. Sieht so aus, auch wieder die CD hier in so einem blass-rosa gehalten. Und auf der Rückseite haben wir das. Erinnert mich rein von dem Logo, das haben wir auch schon auf dem Sticker gesehen, etwas an die Medusa von Versace, aber natürlich abgewandelt. Und rundherum dann in diesem Kreis lesen wir dann Nura. So viel zum Album. Dann haben wir die Remix-EP mit dabei. Die kommt in einer Papphülle. Ist vom Cover her ident, bis eben auf den Zusatz hier Remix-EP. Und auf der Rückseite haben wir dann 7 Tracks. Also 7 Tracks hier in der Remix-Variante. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier wirklich nur die Beats ausgetauscht wurden. Ansonsten sowohl sie als auch die Feature-Partner. Glaube ich nicht, dass jetzt andere Parts haben oder irgendwie verändert wurden. Ich gehe davon aus, dass hier wirklich nur die Beats geändert wurden. Die CD ist in weiß gehalten. Sieht so aus. Wie gesagt, Papphülle, ein Digisleaf. Dann haben wir mit dabei einen Sticker. Wie gerade eben auch schon angesprochen, hier dieses Logo von Nura, was mich etwas an das Medusa-Logo von Versace erinnert. Dann haben wir mit dabei eine Kopfbedeckung. Jetzt für die ersten Sonnentage. Auch hier wieder das Nura-Logo. Ansonsten hier komplett in schwarz gehalten. Was lesen wir hier? Atlantis Infinite Headwear. Atlantis Caps. Okay, auch hier wieder ein Barcode drauf. Forever Nero, also Nero, schwarz, LXL. Jetzt würde mich noch interessieren. Jawohl, hier haben wir es. Also, das Ganze ist 100% Baumwolle. Auch hier nochmal zu sehen. Und das Ganze ist made in PRC, also Republik China, made in China. Grüße gehen raus. Und das Ganze eben in L bzw. XL. Okay. Gut, so viel zu der Kopfbedeckung. Dann haben wir noch mit dabei ein Poster. Wie sollte es anders sein? Auf diesem Poster hier wieder das Motiv des Covers. In diesem Fall eben im Hochformat. Also Nura hier vor rosanem Hintergrund am Boden hockend. Darunter noch die Credits Jinx Music, Chapter One und Universal. Und das Ganze ist einseitig bedruckt, also Rückseite ist blankweiß, wie gesagt, Hochformat. Und als letzten Boxinhalt kommen wir zu dem Stück, dem diese Box vor allem diesem Stück hier, die Größe verdanken dürfte. Und zwar haben wir hier ein recht großes Handtuch in schwarz und so einem ganz hellen Gelbgrün. Und hier haben wir dann auch wieder das Nura-Logo, sehr groß, mittig. Oben und unten dann jeweils nur das Gelbgrün. Und auf der Rückseite dann natürlich die Negativvariante, also einfach farblich umgedreht. In der Mitte hier auch wieder Nura im Medusa-Look. Ja, also dieses Hellgelbgrün ist jetzt nicht ganz so meine Farbe, aber gerade in diesem in Kombination mit dem Schwarz kommt das ganz gut. Und das fühlt sich auch recht dick an, das Handtuch. Dürfte ein Frotté-Handtuch sein. Wir schauen mal ganz kurz nach. Also hier haben wir wieder das Nura-Logo. Dann haben wir hier 4 Manufacturing. Credible Crew.
Okay, Credible Group GmbH. Und das Ganze ist, wo haben wir es hier? 100% Baumwolle und mit ähnlichen Farben waschen. Ja, jetzt steht aber nicht, wo das genau hergestellt wurde. Ja, aber ich denke, rein von der Größe und rein von der Materialdichte oder von der Dicke dieses Stoffs eignet sich das auf jeden Fall für das Freibad, für den Strand, für den Urlaub im Sommer. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Badehandtuch, dann diese wunderbare Kopfbedeckung hier, diese Fischermütze, der Sticker kreisrund, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, die Remix-EP mit 7 Remix-Tracks und natürlich das Album an sich mit 18 Tracks im Standard-Jewel-Case. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Habibi von Nura. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nura unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.